Moinsen, Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Workers and Resources Soviet Republic. Willkommen zu Folge Nummer 97 müsste das sein. Und ja, ihr seht, wir haben hier noch mit Erwartung zu kämpfen. Und ich gehe mal erstmal auf Start hier. Und ja, ich habe wieder eine kleine Checkliste von Dingen, die ich bewerkstelligen möchte in dieser Folge. Wir haben ja Oktober 95 im Spiel. Das Hilton läuft nahtlos weiter. Und ja, es wird. Dann wollen wir mal die Checkliste abarbeiten. Bevor ich das tue, möchte ich noch zusehen, dass ich das Ding hier angerichtet bekomme. Ach, das haben wir schon, okay. Pass mal auf. Kommst du schon mal? Ich bin so ein bisschen von dem Sound geflasht hier. Das hatte ich ja vorige Folge schon mal gesagt. Mal schauen, ob das so besser geht. So, dann müssen wir eben das Ding hier einrichten. Und zwar, dieser hier soll das von diesen beiden übernehmen. Dann können die da beide raus. So, du machst jetzt einmal im Belhaden Recycling Lager. Haben wir beides hier, sowohl Stahl als auch Plastik. Das könnt ihr machen. Ja, Plastik taucht noch nicht auf, weil ich das, weil das Fahrzeug noch nicht da ist. Der dürfte noch eine ganze Ecke weg sein. Der ist erst hier. Na gut, dann warten wir damit noch ab. Dann machen wir eben erst die Liste. Und zwar, einmal wollte ich checken, Kraftwerk Fußläufigkeit, ob ich dort ein paar Wohnhäuser anbinden kann. Das scheint nicht der Fall zu sein. Nein. Ich könnte sie vielleicht gewährleisten, wenn ich da jetzt was anlegen würde. Aber nö, lasse ich. Gut, dann mache ich hier schon mal. Alles klar. Dann habe ich als nächstes auf der Liste Schifffleisch nach Osten. Er macht noch diese eine Fahrt hier und dann. Wenn er die hat, dann soll er nach Osten wieder fahren. Dann wollte ich noch was erklärt haben, und zwar diese hellblauen und dunkelblauen Symbole. Wenn man. Hört ihr das auch? Welcher ist das? Muss er hier sein? Naja, also wenn ich jetzt hellblau und dunkelblau erklären wollte, wenn ich jetzt hier die Diskothek habe und die hat ja einen Einzugsbereich, das ist alles dunkelblau. Das ist, ja, jetzt auch noch Musik, okay. Wie erkläre ich es am besten? Das Dunkelblaue ist das, was de facto ist. Das ist die Erreichbarkeit. Das Hellblaue ist die potenzielle Erreichbarkeit. Wenn also ein Weg noch nicht angeschlossen ist,
Aber das würde man erreichen, wenn ich jetzt irgendwas bauen wollte. Keine Ahnung. Das hier wäre jetzt zum Beispiel nicht erreichbar. Der Müll ist nicht das beste Beispiel. Haben wir nicht irgendwas Kleines hier? Alles blöd. Wir nehmen mal ein kleines Wohnhaus. Ah, hier seht ihr das. Wenn ich das jetzt hier in den Kreise bauen würde, das wäre jetzt hier angeschlossen. Wie dieses, jetzt ist ja das Grüne hier, das ist ja angeschlossen. Das wären die Erreichbarkeiten, was man jetzt von hier, wenn ich es jetzt so bauen würde, gegeben wäre. Und wenn man jetzt irgendeine Straße upgraden will, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hier, der hat zwei Eingänge hier, einmal hier und einmal hier. Und wenn ich jetzt diesen Weg hier upgraden wollte, dann könnte ich dann hätte ich einmal was dunkelblaues und was hellblaues. Das Dunkelblaue ist das, was gerade ist, und das Hellblaue wäre dann das Potenzielle. Nur erst, wenn das fertiggestellt ist. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Das wollte ich einmal erklärt haben. So. Ah ja, und dann habe ich noch hier Baum entfernen mit Editor. Da gehe ich mal kurz auf die Pause. Angenommen, wenn ich jetzt diesen Baum entfernen wollen würde, dann kann man in den Geländeeditor gehen. Geht man auf Bäume, Baum entfernen, innere Größe. Wenn man das so hat, dann muss man den Baum ganz explizit treffen. Das ist schwierig. Dann kann man einen Tick höher gehen. Ja, das ist schon ein bisschen Fille. Es gibt noch einen weniger. Ja. Damit kann man dann wunderbar chirurgisch Bäume rauslöschen, wenn man denn möchte. Ich will es jetzt nicht zeigen, weil ich mag den Baum da. Dann kann man wirklich haarscharf Bäume rauslöschen. Und das klappt wunderbar. So, haben wir das auch. Gut. So, Bäume entfernen habe ich auch abgehakt. So, ist der Dings schon da? Jawohl. Jetzt gehe ich einmal kurz auf die Pause. Und schau mir diese beiden Aufträge hier an. Ja, das Problem ist, ich möchte das Plastik komplett raus haben, den Stahl aber nur zu 80%. Ja, dann lasse ich das trotzdem auf 80%. Stahl und Plastik. Dann machen wir hier trotzdem 80%. So, dann haben wir das nächstes, das mittlere Zollhaus entladen und entladen. Ja, dann gehen wir da mal kurz hin. Ah, die Stelle herrlich. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es für euch ist. Das Zollhaus, da haben wir Stahl entladen. Und wir haben Plastik entladen. Und beladen wollen wir Chemikalien. So, das nächste ist auf der Liste.
Ah ja, hier. Wie gehe ich denn damit vor? Also das soll hier, falls hier mal ein Abriss getätigt wird, dann soll das schützen. Da soll dann alles rausgeholt werden aus diesem Lager. Ja, wo fahre ich hin damit? Müsste ich eigentlich... Das schaue ich mir dann an, wenn es akut wird. Weil eigentlich möchte ich es dann zum Zoll bringen. Was haben wir hier als nächstes? Ist das ein Radau hier? Mülltrennung generell. Jetzt kann ich hier nicht mehr sehen, was hier mal war. Das ist, hier sehe ich das noch. Plastikmüll. Mich beinahe vertan hier, habt ihr gesehen? Mülltrennung generell. Da soll der Plastik rausgeholt werden, und zwar alles. Dann haben wir da Plastik Recycling Plant. Da soll Plastik rein, und zwar volles Rohr. Das habe ich ihn weggeklickt, das wollte ich gar nicht. Der ist schon gut. So, Zollhaus haben wir. Da sollen die Chemikalien rein, genau. Entladen, Chemikalien. Ja, mach ruhig 100, ist egal. Wie das war's? Ja, das war's. Mehr habe ich gerade nicht. Den können wir laufen lassen. Er hier, er macht einen Mordsradau. Dann reißen wir die beiden hier ab. So. Hast du schon Pollution Warning? Okay, haben wir das. Den Mähdrescherbau beobachten. Ich habe ja einen. Mich macht das wahnsinnig. Der ist bald soweit. Aber da jetzt drauf warten, das ist jetzt. Brauchen wir nicht, hake ich mal ab. Aber den müssen wir im Auge behalten. Wenn der fertig ist, dann soll der rüber. Busstation für. Ah ja. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erklärt hatte. Leute, ihr müsst mir sagen, wie das mit dem Sound ist. Für mich ist es fast unerträglich. Ich glaube, im Video ist es etwas besser. Wenn diese Max hier langkommen, dann habe ich immer einen Mordsradau.
Und zwar diese Busstation hier, diese hier, die ist ausschließlich für Baubüros da. Also alles, was ein Baubüro hier in Strakorow ist, mit was ein Bus hat, die holen sich die nur von hier. Und diesem Baubüro, dem habe ich gesagt, die Arbeiter sollen hier hingehen und sich hier Arbeit besorgen. So habe ich denn die Leute irgendwie nicht verschenkt. Die sind hier immer parat und wenn es nichts gibt, so wie jetzt, holt sich gerade einer was. Und wenn dann mal gerade die Fahrzeuge unterwegs sind und es gerade keine Arbeit gibt, dann können die hier hochgehen und sich dort Arbeit besorgen. Habe ich, glaube ich, schon mal erklärt, aber ja. Ja, die Stromleitung hier, die wird noch unterirdisch werden. Die reißt sich dann von hier bis hier, reiße ich die ab und mache die unterirdisch, weil dann soll das hier verschönert werden, hier dieser Kreisel. Das mache ich jetzt aber nicht vorm Winter. Das wäre wahrscheinlich unklug. Hier habe ich Gebiete entfernt auf dem Zettel. Habe ich hier Gebiete, die noch mit Baustellen sind. Das brauche ich nicht. Hier sind keine Gebiete, die. Das muss noch bleiben hier. Wie der Ort hier heißen werden wird, weiß ich noch nicht. Murmansk, ja, irgendwas, ja, Gebiete entfernen, sind keine da im Moment. Dann wollte ich mal nach Drajory schauen und mir den Müll anschauen. Ich meine, dass ich den zum Zoll bringe hier. Nee, du bist ein Depot. Hier. Hatten wir den Zoll? Zollhaus, ja. Einmal Biomüll und einmal Dünger. Biomüll und Dünger. Und Aluschrott, alles klar. Das kann so bleiben. Ich denke, ihr habt auch den. Ja, den habt ihr auch drin. Alles klar. Hier, schaut mal. Das ist nur von dem. Der ist nicht produziert worden und nichts. Der ist hier aber nur verwest. Ach so, den wollte ich auch mal abreißen hier. Obwohl. Ich lasse ihn dran. Könnte ich ein paar Pflanzen reinmachen? Warte mal. Könnte ich ein bisschen mit Pflanzen aufhübschen? Wie ist mein Schnack? Büsche gehen immer. So. How's that? Doch, kann man so lassen, finde ich. Die sind schon fertig da, jawohl. Ja, mit den Straßen bin ich noch ein bisschen unzufrieden dort. Das muss natürlich noch ein bisschen geändert werden hier, aber ja, schauen wir mal. Wieso stehst du hier noch rum? Kannst doch abhauen.
Und verzieh dich mal hier. Stehst du da rum? Er will auch nicht weg. Ja, das ist kurios. Gefällt mir nicht. Habe ich hier alles? Ach, jetzt habe ich den Abriss hier auch gemacht, hier Mist. Abrissbüro klein, das ist ein KMZ 53, KMS 5320. Sorry Leute, muss ich so machen. Weiß nicht, was das war, keine Ahnung. Jo, dann mal weiter im Takt. So. Dann holen Sie sich mal einen neuen Kameras hier. Ja, das ist schade, dass das noch ein bisschen zickt. Komm mal her hier. Müllwagen. Ja, dann wieder ein Haken. Dann hatte ich noch was auf den Zettel mit Alu-Import, dass ich das vielleicht auf 50 setzen sollte. Wo ist das Zollhaus hier? Alu. Wo schmeiße ich Aluminium hin? Hier. Den wollte ich auf 50 setzen. Falls dort zu viel Stahl drin ist, dass das Alu auch auf jeden Fall geholt wird. Das ist ganz praktisch, wenn man sich hier so einen Zettel macht. Ah ja, und zwar. Es gibt eine Neuerung, habe ich vielleicht schon gesehen, wenn man jetzt bei der Polizei schaut. Hier oben. Notify me when too much investigated cases. Bitte Bescheid sagen, wenn sich hier Fälle ansammeln. Feine Sache. Und dann habe ich doch dieses eine, was ich stillgelegt habe, was hier gerade schläft. Ja, der ist eh am Schlafen, aber der kann trotzdem Bescheid sagen. Das waren zwei hier, da habe ich noch zwei Polizeistationen hier. Und die neue ist hier. Sehr schön. Und beim Gericht gibt es das auch. Haben wir das auch. Super Sache. Ja, das können wir hier auch machen. Und dann haben wir hier, glaube ich, noch einen Knast. Jo, Polizei, Notification, zack. Als letzten Punkt habe ich jetzt noch die hier die Straße hier. Habe ich ja geändert. War das letzte Folge oder vorletzte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, da wollte ich dann noch das Ende anschließen hier als Sackgasse.
Ich brauche es gerade nicht. Aber dass ich es habe, das war so für mich so ein Ding. No. Wie gehe ich hier direkt? So, so wollte ich ran. Weil mich hat er gestört, dass das gefällt mir auch nicht. Hier geht nur seitlich aus. Ich darf den Stift nicht im Mund nehmen. Dann wollen wir so schauen. Das ist nur, das ist, ich brauche es nicht. Das ist mal das eine. Nur potenziell, falls dort was geschehen soll. So, wenn jetzt, das sieht so ein bisschen mager aus. Ja, wenn jetzt Autos hier kommen, hier ist Rechtsverkehr, dass sie dann hier in den Rechtsverkehr reingehen. Und falls hier irgendwas ist, dass sie dann eben hier lang fahren und sich ganz klassisch an die so eine 90-Grad-Kurve hier machen. Kriege ich die noch ein bisschen kleiner hin hier? Das ist noch ein bisschen hobbelig hier. Wenn ihr sowas macht, müsst ihr die Shift-Taste festhalten. So, und dann werden hier noch, das wird noch kaschiert hier, diese Lücken hier so ein bisschen. Und dann ist das gut. So, das ist der letzte Punkt auf meinem Zettel. Wunderbar. Und dann können wir wieder den Aufbau genießen. Was hast du jetzt hier? Kann man diese Pollution hier generell ausschalten? Weil der wird mir jetzt ja immer Bescheid geben, wenn in seinem Einflussbereich irgendwo eine Verschmutzung ist. Aber die Verschmutzung hier oben, die ist mir doch ziemlich egal. Ich weiß, dass es hier dreckig ist. Aber ich möchte nur wissen, ob die Verschmutzung hier in den Wohnbereichen gut ist. Weil hier Average Pollution, hier oben werden wir andauernd haben, weil wir hier Müll verbrennen. Ja, mit der Straße, da mache ich erstmal noch nichts hier. Das ist. Ich weiß noch nicht, wie das hier weitergeht, hier mit diesem Gewurstel hier.
Was für Einwohner haben wir gerade, sehe ich. Naja, gut. Trotzdem kommt hier keiner. Das ist auch so, ja. Haben wir gelächelt. Wieso kommt hier eigentlich keiner? Was machen denn die anderen? Ja, ich würde sagen, wir sehen hier Licht am Tunnel, am Ende des Tunnels. Also, wie lange haben wir uns damit jetzt aufgehalten? Wie lange haben wir uns damit beschäftigt jetzt? Ich glaube, irgendwie 3 Folgen. Ich glaube, ja, 3 Folgen haben wir die Wartung geschehen lassen und so langsam. Wo fahren denn die Jungs hin gerade? Habt ihr überhaupt irgendwas? Du bringst 7 Arbeiter, wo bringst du die denn hin? Noch interessanter dürfte es gleich in Traiori sein, weil die haben ja erst später angefangen mit ihrer Wartung, weil die ja ein neues Baubüro bekommen haben. Hinten in Traiori, wo wir eben geschaut haben bei dem Biomüll, da möchte ich noch mehr hinbauen. Und mit so einer Vergammelwiese, das gefällt mir. Ihr seht, er hält sich auch an die Beschilderung. Nur, dass wir da runterbremsen an der Stelle. Das weiß ich nicht, warum das so ist. Da hier an der Stelle. Und wieso fährst du jetzt hier rüber? Ist das eine normale Straße? Ja. Ach so. Erst hier wird das dann wieder. Hä? Das muss ich mir nochmal anschauen. Obwohl ist nur das Stück hier, dann geht das ja. Ach hier. Hier ist der Anschluss, genau. Bist zurückgescrollt, alles klar. Nee, bist du nicht. Nicht blöd. Wo willst du hin, Hase? Zum Tunnel wahrscheinlich. Alles. Ach, der Tunnel, ja, genau. Was macht denn der Tunnel? Tunnelt so. Ja. Wie sieht's denn hier aus? Aber hier wieder so 2 Dinger, wa? Ja. Mist. Wollte ich eigentlich nicht. Ja, hallo. Hier geht was. Wo ist der Bauzug? Super. Ja, und den. Halt, stopp. Das ging relativ schnell, muss ich sagen.
Ach, und sie, genau, die Ernte ist auch zu Ende. Dann kann der eine Trecker mal raus. Ja, welchen nehmen wir denn? Ich habe zwei gelbe und zwei von den roten. Türkisen so. Alter. Habe mich gerade für die hier entschieden, für den hier. Ja, dann fahr du mal hier rein. Und dann kann der. Ja, dann kann ja auch der Dings wieder seine Fahrt aufnehmen. Ja, dann läuft das wieder. Schön. Ja, der Fleischosaurus ist unterwegs. Die Wartung geht vonstatten hier, wie ihr seht. Ja, wird jetzt das gleiche durchleben wie Strakorov. Aber hier sind nicht so viele Gebäude und jetzt haben sie noch Unterstützung. Von daher bin ich guter Dinge, dass es in Kürze auch bewerkstelligt sein wird. So, gleich kommt der Schneefall und wir haben noch ja, zwei große zur Hälfte, die kleinen gar nicht. Das hier dürfte man als fertig deklarieren dann. Wie sind denn die Werte hier? Ja, hinten haben sie einen halben Sack vergessen, aber gut. Das schauen wir uns doch mal an, wenn der Schneefall gleich einsetzt. Ja, da geht er los. Ich denke mal, mit einem Trecker weniger werden die Felder auch nicht so ziemlich gleichzeitig fertig sein, weil das ist auch nicht notwendig, weil wenn die mähdrescher eh noch zu tun haben, warum soll das Feld dann schon fertig sein? Ja, ich glaube, es ist auch für jede Farm spezifisch. Ist ja, ich weiß nicht, ob das gut ist, sich für jede Farm so ein Layout fertig zu machen. Man muss schauen, wie sind die Wege, wie ist wie viele Bau hier, ne, Vertriebsbüros sind am Start, wie ist die Aufteilung, wie wird abgeholt und so weiter. Und ich habe ja hier hinten extra noch den Mud Road, wie sagt man das auf Deutsch? Hier den Feldweg, den Feldweg einfach gelassen. Und einfach nur so aus Zierde. Die Fahrzeuge übrigens, die verschleißen schneller, wenn die auf solchen Feldwegen unterwegs sind. Das sollte man auch auf dem Schirm haben. Es wird noch fleißig gemäht, aber es ist mir eindeutig zu viel. Das gefällt mir nicht. Ich hätte diese ganzen Felder schon alle komplett rein. Aber da werden wir sehen, was wir da im nächsten Jahr werden.
weiß gar nicht, bis wann die Ernte jetzt noch weiterläuft, trotz des Schneefalls. Ich habe übrigens heute, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist der Hauptgrund, warum ich das Video heute mache. Viele liebe Grüße an Astralsilber und die Dennis Show. Ja, ich habe es schon mal erwähnt, wer diesen Kanal hier kennt. Kennt garantiert auch Astralsilber. Es wird kaum umgekehrt so sein. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand schaut und ihn nicht kennt. Haben wunderbar geklönt. Viele liebe Grüße. Und aus der Hüfte heraus haben wir dann gesagt, komm, jeder macht ein Video. Und deshalb mache ich heute auch eins. Und wir sprachen dann auch drüber, ob der. Meine Frage ist gewesen, ja, mit dieser Regelmäßigkeit, mit diesen zweimal die Woche. Wie mache ich das? Wie ist das besser? Wie ist es für euch besser? Ja, was ich natürlich gelernt habe, ist zu viel auf mal nicht gut, weil ihr habt ja auch noch ein eigenes Leben, ihr müsst auch Zeit haben, das zu schauen. Zu große Pausen auch nicht gut. Deswegen dachte ich so regelmäßig, ja gut. Ich sage das, was ich schon mal gesagt habe. Ich versuche das beizubehalten, dass ich das zweimal die Woche raushaue. Nicht zu weit vorproduzieren. Aber es kann durchaus sein, dass mein Tag wegbleibt oder dass ich da mal, dass ich mal eine Woche warten müsste oder so. Das kann ich nicht ausschließen. Aber das werde ich dann jeweils, wenn dem so ist, dann weise ich darauf hin. Und dann, ja, dann ist das gut eigentlich. Also ich will das hier schon weitermachen, weil ich habe meine Pläne oft genug jetzt schon angekündigt und ihr wartet schon so lange und jetzt, ne, und das soll weiterlaufen. Ich will das ja selber auch fertig haben und schaffen und was heißt fertig haben. Fertig wird man nie. Aber ich will das ja auch schaffen, weil ich ja auch nun wirklich im Realismus angefangen habe, mit kleinen Ausnahmen. Wann habe ich denn mal, wenn ich mal hier so einen Zierdebaum mache, wie letzte Folge hier mit dieser Auffahrt. Ja, wie sagt ein hier Steinwein, glaube ich. Ersatzbau. Ein Ersatzbau, sagt er. Also das finde ich in Ordnung. Wo kommt der Radau jetzt her? Hier, wer ist das? Hey hier. Wahnsinn. Also in meinen Kopfhörern, ich höre mein eigenes Wort nicht mehr. Ich habe die extra gekauft mit der Barkasse und ja, seit dem Update machen die einen ganz schönen Radau. Ich kriege das hier nicht leiser. Aber wenn ich jetzt eine Stufe weitergehe, dann ist ganz weg. Das will ich auch nicht. So, das ist ja. Kann ich hier mit Shift irgendwas werden? Naja, gut. Achso, ich wollte noch mal was ausprobieren. Ich wollte mal das Scrollen probieren. Wenn ich so mache, dann scrollt er recht schnell. Wenn ich mit Shift scrollt er schneller. Und wenn ich. Ich möchte das aber langsamer haben. Wie so ein Überflug. Wisst ihr, wie das geht? Ich wollte, wenn ich jetzt hier mit.
am Bildschirmrand scrolle, kann ich auch mit WASD. Aber ich möchte langsam fliegen. Wie geht denn das langsam? Den Trick müsste mir mal einer zeigen. Denn mit dem Mausrad geht das nur so. Mausrad hält an bei mir. Ja, den Tipp könnte ich nochmal gebrauchen. So, dann wollen wir mal schauen, wie ist das denn hier mit der Wartung? Ja, genauso wie vor 10 Minuten. Jetzt muss hier auch alles durchgekaut werden. Also es geschieht noch ein bisschen was, so ist es ja nicht. Das Gute ist, dass ich das Schiff da habe, weil es wird saniert, aber die läuft, weil die Dinger sind voll und es kann trotzdem noch abgeholt werden. Ich glaube, hier hinten steht es 0-0 und hier steht nichts bei den beiden Feldern hier. Weil hier wurde es abgeerntet und hier ist noch ein bisschen was liegen geblieben. 0,1, ein halber Sack. Wo sind denn meine... Hier fahren sie. Die Holer und Bringer, die Getreidelieferanten. Ja, einen von den kleinen habe ich hier auch umfahren. Ich weiß gar nicht, wo ich den. Ach, das war, glaube ich, ein Fehlkauf mal. Na egal, soll er fahren. Da kommt einer von den großen. Wurde der jetzt noch gemäht hier links? Der hier? Ich glaube ja. Ja, das ist jetzt hier gerade. Buff, das war's. 4. Dezember. Jetzt ist alles verkommen hier. Gut, die Brücke hier ist fertig. Ach, die hier. Na dann. Alles ran hier. Ich muss direkt ein bisschen lachen. Mein Stack ist ja immer Herr und Frau Busse. Ja, der ein oder andere Karlauer sei mir vergönnt. Wollen wir das hier mal wegmachen hier? Was haltet ihr davon? Komm, machen wir weg. Ging früher nicht. Hey. Dann soll sich mal der. Das kann ich doch mal zeigen mit den Notes. Und zwar. Ich habe doch mal erklärt, dass diese Notes hilfreich sein können. Dexu-Hase. Ich suche jetzt gerade den... Ah, hier. Und zwar den Winterdienst.
Ach nee, der ging vorher auch nur bis hier. Wenn, ja, wenn er, angenommen, der würde jetzt am Winterdienst jetzt hier weiter in der Nähe stehen. Und das wäre, er würde jetzt hier reinragen bis zu dieser Node. Also er ragt immer nur bis zu einer Node. Und wenn dieser ganze Bereich keine Node hätte, dann würde er hier gar nicht reinfahren. Dann würde er es hier bei dem ersten, irgendwo ist er dann eine. Bis zu dem würde er nur den Schnee räumen. Ach, wir haben Dezember. Jetzt müsste auch bald wieder die Dekoration angehen, ne? Da ist er doch schon. Jawohl. Ach, das passt ja. Könnte auch das Overlay gleich mal wieder ausmachen. Ist ganz gut, dass ich den kleinen Schnucki hier geholt habe. Weil sonst würden die hier die 700 Tonnen, die würden dann hier verschimmeln. In dem Silo. Und so ist eben gewährleistet, dass er noch ganz voll wird. Ja, feine Sache. Bei 200, 710, wie viel kann er? 800, bleiben noch 90 mal 5, noch 400, oder noch 450 mal. Der wird das Getreide richtig teuer, aber er wird ja nicht so viel verbrauchen. Ach, schaut mal, im Winter staubt das auch gar nicht, sonst hat es immer gestaubt. Das ist im Winter gar nicht gegeben. Ist der Acker wohl gefroren hier. Bei minus 11 Grad, ja, in Ordnung. Ja, soll er mal mucken. Komm, wir gehen auf die Schnelle, weil ich möchte die Dunkelheit haben. Ich habe schon erste Unkenrufe gelesen, dass manchen Leuten dann die Nacht zu hell ist. Das ist ja als Entwickler, da muss das ja ein Kreuz sein, weil erst schreien alle rum, es ist zu dunkel, man sieht gar nichts. Jetzt ist es besser und jetzt gehen die ersten Rufe los. Nee, das ist viel zu hell. Und ich persönlich, ich finde es okay. Sehr schön. Kann auch das Overlay mal wieder aus. Und dann können wir mal ein wenig das Lichterspiel genießen. Wenn ich jetzt diesen langsamen Flug drauf hätte.
Oh, dann, ich gehe mal eben auf die Pause. Ich muss noch mehr Bilder machen. Einmal schnell. Es sei mir verziehen. Ich brauche noch ein schönes Thumbnail. Was ist eigentlich für ein Wort, das Thumbnail? Daumennagel. Wo kommt das her? Ich benutze das Wort immer, ich check gar nicht genau, wo das herkommt. Das könnte mir mal einer erklären. Oder ich könnte es mir auch mal googeln. Ach, der Turm, der muss auch noch. Der hat nur hier oben. Der könnte eigentlich auch noch ein bisschen was erfahren. Ah, bin schon wieder Knipslaune. Geht's hier eigentlich weiter? Es geht weiter, ja, alles klar. Das dürfte schon die letzte Fahrt sein hier mit. Okay. Alright. Ich glaube, 44 Tonnen hat er Gesamtgewicht. Bei manchen Zügen kann man das wunderschön sehen, was er geladen hat und so weiter und was. Ja, bei dem hier sieht man es leider nicht. Jetzt will ich mal sehen, ob er sich da direkt anknüpft wieder, wie der es eigentlich sollte. Alles klar, er hat ihn erkannt. Das war ja meine Sorge. Ja, jetzt das kurze Stückchen, dann kann er sich hier hochbauen und dann diese Brücke. Alles klar. Du fährst gerade zurück. Ach, der hier. Ja, die anderen Fahrzeuge sind nicht so laut. Ja, das finde ich schön. Er kommt jetzt, er holt den Deckenleger und bringt die Walze. Wieso ist er so schön leise? Den Kipper, den höre ich immer noch im linken Ohr hier. Er schneckt auch ganz schön, muss ich sagen.
Nun, es schneit ja auch schon wieder. Ja, aber da könnten denn ein bisschen mehr sein hier. Aber schauen wir mal, wenn das dann, vielleicht kann ich noch ein bisschen erhöhen hier. An dem Hang hier wäre noch Platz, dass dann dort ein paar mehr Leute arbeiten. Hier schaut mal, jetzt nimmt er den. Zack, einmal getauscht. Dann ist das letzte Element auch erreichbar. Schön, schön. Dann harren wieder Dinge, die da kommen. Ja, die Zahlen tickern hoch, das geschieht hier gerade wunderbar. Ah, hier hat er aufgehört bei 96, 6, hier 99, 73. Die lassen den Hammer fallen. Hätte ich eigentlich auch einen dickeren hinstellen können, aber gut, was soll's. Das ist nicht ganz so schlimm. Ich denke, bis zum neuen Jahr können wir uns das anschauen. Wenn uns das nicht gefällt, dann kommt da was Dickeres hin. Ich habe bestimmt noch einiges da. Ja, was meint ihr? Ja, was meint ihr? Ich denke mal, die Folge war wieder lang genug. Ich bin, glaube ich, schon über eine Stunde. Ja, was soll ich sagen? Kurz vor Weihnachten. An der gleichen Stelle wieder, wo ich geladen habe. Jawohl. Das soll es gewesen sein für heute. Ich sage mal, gehabt euch wohl. Alles Gute. Und vielen Dank fürs Zusehen. Fürs Zusehen. Ja, ihr seid ja schon im neuen Jahr, deswegen verkneife ich mir jetzt irgendwelche guten Rutsche. Und bleibt mir gesonnen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.